Wo bleibt dein Orgasmus? Bist du nicht in Stimmung? Brauchst du vielleicht eine kleine Inspiration? Hört sich echt geil an. Würde ich gerne mal in echt hören. Ach ja? Dann träum mal weiter. Aber um mich geht's hier ja gar nicht. Es geht immer noch um dich, Gina. Dann könnt ihr lange warten. Kneifen gibt's nicht. Genau. Ich kann's aber nicht. Jetzt stell dich nicht so an. Ich stell mich nicht an. Ich kann's wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie es ist. Was? Ich hab noch nie einen gehabt. Waren die Typen etwa alle Nieten? Ich hab noch mit keinem geschlafen. Ich bin noch Jungfrau. Wie bitte? Du hast noch nie mit einem Mann gepennt? Ey, das gibt's doch gar nicht. Du bist wohl nicht so gut im Anbaggern, wie? Ich könnte dir da ein paar Tipps geben. Kein Bedarf. Ich find's total korrekt, dass ich noch Jungfrau bin. Was ist das denn für eine? Jetzt hau endlich ab. Kapierst du das nicht? Ich will nichts von dir. Was denn? Stehst du nicht auf Männer? Auf Männer schon, aber nicht auf solche Kinder wie dich. Mario, lass mich in Ruhe! Was ist denn hier los? Komm her, du. Bist du wahnsinnig geworden? Hm? Verschwinde hier, ehe ich mich vergesse. Und lass dich ja nicht wieder hier blicken. Hat er dir wehgetan? Wirklich nicht? Das ist alles in Ordnung. Danke, Christoph, wenn du nicht gekommen wärst, habe ich solche Angst gehabt. Was war denn los? Ich weiß auch nicht. Wir haben nur ein bisschen geknutscht. Das war denn nichts? Ich wollte nicht mehr, aber er hat plötzlich angefangen, mich zu begrapschen, dieser Mistkerl. Damit hättest du aber rechnen müssen. Wie denn? Normalerweise ist er total harmlos. Ich konnte nicht wissen, dass er auf einmal so ausflippt. Nun beruhige dich erst mal. Ich komme gleich wieder. Cecilia! Dass du nur deswegen noch Jungfrau bist, weil du ein Problem hast. Ich habe kein Problem. Ich mache nur nicht gleich mit dem Erstbesten rum. Wer ist dir denn lieber? Der Zweitbeste? Lass sie doch in Ruhe. Ist doch ihre Sache. Finde ich auch. Außerdem ist Sex nicht alles. Was habt ihr denn plötzlich alle? Sind wir im Religionsunterricht? Vielleicht bist du ja diejenige, die ein Problem hat. Ich mache jedenfalls nicht mit jedem rum, nur weil es alle anderen auch machen. Du machst es doch mit gar keinem. Also sprich nicht von Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Ist ja gut, ist ja gut. Feierabend, Herrschaften. In 5 Minuten sind ja alle raus. Was ist denn jetzt los? Kathi! Wo ist sie denn hingegangen? Das spielt jetzt keine Rolle. Das ist ja eine tolle Party. Zuerst haut die Gastgeberin ab. Da muss man sich mit einer ewigen Jungfrau rumstreiten. Und jetzt führt sich auch noch der Schlossdacher auf wie die Hausherrin. Also, was ist jetzt? Ich dachte, der meint das als Spaß. Ja, den hat er ja dann auch gehabt. Beim nächsten Rendezvous musst du ohnehin Tränengasspray einstecken. Hm? Von Rendezvous habe ich jetzt erstmal genug. Ach, da bist du. Zum Glück. Ich musste Kathi einen hartnäckigen Verehrer vom Leib halten. Was? Einer ihrer Freunde ist zudringlich geworden. Um Gottes Willen. Hat er dir was getan? Nee, ich bin ja rechtzeitig gekommen. Das sind ja schöne Partys, die du hier feierst. Wie ist denn das passiert? Ich weiß auch nicht. Es ging alles so schnell. Und warum haben dir die anderen denn nicht geholfen? Die waren doch drüben. Und warum warst du nicht drüben? Ich wollte mich mal in Ruhe unterhalten. Das ist aber eine komische Wendung, die Unterhaltung da genommen hat. Kann ich was dafür, wenn er plötzlich über mich herfällt? Einfach so? Barbara, bitte. Es ist jetzt nicht der Moment, dir Vorwürfe zu machen. Du siehst doch, wie fix und fertig sie ist. Bis gleich. Wer war denn das? Jackie, sie hat mal erzählt, dass es heute Abend ein Spitzenkonzert gibt. Und? Ich würde so gerne hingehen. Das ist echt eine super Band. Und es fängt in einer halben Stunde an. Sag mal, du hast erst gestern eine Party feiern dürfen. Jackie darf auch, bitte. Nach allem, was passiert ist? Was hat denn das damit zu tun? Du kannst mal zu Hause bleiben, drüber nachdenken, warum das Ganze gekommen ist. Barbara hat recht. Ich verstehe auch nicht, wie du heute schon wieder Bock haben kannst, unter Leute zu gehen. Da vergesse ich wenigstens den Scheiß von gestern Abend. Du bist übrigens nicht die Einzige, die den gestrigen Abend vergessen will. Was soll denn das schon wieder heißen? Tu doch nicht so. Ich rede von Gina. Ihr habt ja echt eine ganz schön miese Nummer mit ihr abgezogen. Was denn für eine miese Nummer? Du weißt genau, wovon ich spreche. Das Flaschendrehen?
Flaschen drehen. War ja genau das Richtige, um Gina fertig zu machen, ha? Hat sie dir das erzählt? Nein, du hast es gerade selbst verraten. Na toll, dann hast du jetzt, was du wolltest. Dann kann ich ja gehen. Kommt gar nicht in Frage. Erst will ich wissen, was gestern Abend los war. Mann, du hast es doch gehört. Ich will es aber genauer wissen. Flaschen drehen. Ein harmloses Spiel, was soll schon gewesen sein? Das frage ich dich. Es ist, wenn ich höre. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Ach, Gina ist so eine Mimose. Ich kann sie nicht leiden, das ist alles. Ich will nicht wissen, ob du sie leiden kannst. Ich will wissen, was ihr mit ihr gemacht habt. Ich habe ihr gar nichts getan. Ach, und wie war das mit diesen Flaschendrehen? Woher soll ich das wissen? Ich war doch in der Bibliothek. Frag doch Jackie, die hat alles mitgekriegt. Oder auch nicht. Natürlich hat sie alles mitgekriegt, die war doch dabei. Vielleicht ist sie ja gerade mal wieder kollabiert. Bitte, wovon redest du? Jackie hat die neulich einen kleinen Kreislaufkollaps. Hier, in dieser unserer Wohnung. Warum erzählt mir das denn keiner? Wie ist das denn gekommen? Das fragst du am besten deine liebe Tochter. Also bitte, wie war das mit dem Kollaps von Jackie? Also wenn du weiter so gesprächig bist, dann kannst du nicht das Konzert heute Abend vergessen. Na ja, ich habe doch neulich Kekse gebacken. Ja, die ich im Regal gefunden habe. Jackie hat wohl ein paar zu viel davon gegessen. Ach, und davon ist sie gleich umgekippt. Kathi hat das Rezept für die Kekse ein kleines bisschen erweitert. Was soll das heißen? Na ja, in den Keksen war ein bisschen Haschisch drin, aber nur ganz wenig. Ihr nehmt Drogen. Hasch ist doch harmlos. Harmlos? Glaub mir, Barbara, da ist wirklich nichts dabei. Dir glaube ich gar nichts mehr. Ach, mir hast du doch sowieso noch nie was geglaubt. Kathi? Wenn irgendwas ist, wer war's? Die böse Kathi. Ob ich wirklich daran schuld bin, ist euch doch total egal. So redest du nicht mit mir. Gut, dann rede ich eben überhaupt nicht mehr mit dir. Ist ja wahrscheinlich sowieso viel lieber, oder? Für euch bin ich doch nur interessant, wenn ich irgendwas angestellt habe. Sonst bin ich euch total egal. So, jetzt lasst mich endlich in Ruhe. Sucht euch ein anderes Opfer, das ihr fertig machen könnt.